Ist das ein Zeltli zum Schlucken? Nein, eine Tablette zum Schlucken. Warte, ich brichte sie abeinander. Dann kannst du die kleinen Stückchen besser schlucken. Darfst du es aber nicht verbeissen. Mal, ich tue immer alles verbeissen. Ich kann nicht schlucken ohne beissen. Vorwärts, schluck jetzt das Zeug. So, und trink Wasser nach. Da. Aber das... Das ist grusig. Abschlucken, los. Pfui. Bitter. Und so, jetzt hat er es wieder rausgespeuzt. Oh, du bist doch... Du wirst schrecklich krank, wenn du die Tabletten nicht isst. Schrecklich krank? Schreckliche Tabletten? Ganz schrecklich. Tu jetzt nicht Dumpumucko. Ich will dir ja helfen. Komm, wir lösen es im Wasser auf. So, dann geht es besser. Wenn du das brav geschluckt hast, kommst du nachher ein Täffchen Schoki über. Ich habe aber keine Lust auf Schoki. Ich will überhaupt nie mehr etwas essen, gar nie mehr. Ich will auch das grusige Zeug nicht trinken. In mir innen ist es ganz dumm. Du bist auch dumm, wenn du jetzt nicht folgst. Du kannst ja eine Lungenentzündung und weiss Gott noch was alles bekommen. Ich kann ja nicht einmal einen Doktor holen, weil er dich nicht sehen kann. Und was man nicht kann sehen kann, das kann man auch nicht behandeln. Was mache ich auch, wenn das noch schlimmer wird? Es ist ja schon schlimmer. Sehr schlimmer. Dann gang jetzt endlich ins Bett. Das ist das Wichtigste. Ich will aber nicht ins Bett. Ob du willst oder nicht, du gehst. Sonst wird alles so schlimm, dass... das. Aha. Jetzt ist es soweit. Schau mal, wie deine Nase schon läuft. Nein, sie darf nicht laufen. Ich gehe lieber ins Bett. Ich war ja so kalt. Kalt habe ich. Ich gehe ja schon ins Bett. So ist recht. Nein, du hast ja einen richtigen Schüttelfrost, du armer Kerl. Wenn wir dich messen könnten, hättest du sicher 40 Grad Fieber. Was machen wir jetzt mit diesen Tabletten? Willst du es jetzt gar nicht schlucken? Nein! Ich weiss ja nicht genau, wie viel für dich gut wäre. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass du wieder rausgespeuzt hast. Es wäre am Ende eine starke Dosis gewesen für dich. Warte, ich habe eine Idee. Wenn dich der Doktor schon nicht sehen kann, dann muss er dich auch gar nicht sehen. Das geht genauso gut telefonisch. Ich rufe mir jetzt an und erzähle ihm, was dir fehlt. Ja, das mache ich. Der Dr. Bachhoffner ist ein alter Kumpel von mir. Dem telefoniere ich jetzt. Schwach! Telefoniere Dr. Hoffner Bach! Komm, bis ruhig! Bachhoffner heisst der Herr Doktor. Bachhoffner oder Hoffner Bach? Der Pumuckl ist gleich ganz schwach! Oh, der Kobold, der! Man weiss nicht, macht er Blödsinn oder ist er wegen dem Fieber schon ganz durcheinander?